Nein. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Hoch. Hoch. Na gut. So sind wir wahrscheinlich schneller wieder am Ausgangspunkt, als wenn wir da rumgelaufen wären. Wie viele Lebenspunkte habe ich? Immer noch 77. Okay. Damit wird widerlegt, dass irgendwas permanent abgezogen wird, wenn man stirbt. Das Einzige, was abgezogen wird, ist Rückgrat. Das ewige Sterben ist doch ein wenig frustrierend. Aber ja. Da kommen wir erst weiter, wenn wir entweder das Puzzle in der richtigen Reihenfolge gelöst haben. Wobei ich keine Ahnung habe, wie die richtige Reihenfolge ist. Es könnte irgendeine Rune sein. Oder wenn wir einen Schlüssel gefunden haben. Ja. Na gut. Wir gehen jetzt zurück. Das ist nicht zurück. Da ist zurück. Wir gehen jetzt zurück. Essen dich. Nimm dich mit. Essen dich nicht, okay. Und gehen jetzt zum Golem. Und gucken, ob wir hier vor dem Golem zaubern können. Also erstmal machen wir natürlich volle Mana, volle Lebenspunkte und so weiter. Und dann probiere ich den Schutzzauber aus. Also in meinem Notizzettel stand irgendwo ein Zauber aus dem Handbuch, wo man eine Rune weniger benutzen sollte und dann wäre es ein effektiverer Schutz im Nahkampf. Den habe ich völlig vergessen. Und genau den werden wir wahrscheinlich brauchen. Also zum einen hier beim Golem, aber auch unten eventuell bei den Trollen. Das könnte das Ganze doch dezent vereinfachen. Der einzige Haken ist, ich weiß nicht, wie lange er hält. Also könnte es sein, dass wir ihn oben zaubern und dann zu den Trollen laufen. Dass er bis dahin weg ist. Wo muss ich überhaupt lang? Ich dachte, ich muss nach Osten. Nee, ich muss nach Westen. Dahinter. Okay. So. Und hier ist der Golem. Okay, Licht aus. Schlafen. Nebenbei schon mal meinen Schmierzettel suchen. Da ist er. Wie hieß der Zauber nochmal? Ich habe hier Ilempor aufgeschrieben, aber das ist, glaube ich, das Wasserwandeln. Ankorbmani war Anti-Untot. Klixessasor. Nein, das ist die Echsensprache. Hier sind die ganzen Mantras. Mist. Uspor. Wo das Dunkel regiert, verheilen Schreie ungehört? Nein. Nee. Den habe ich mir nicht aufgeschrieben. Es kann sein, weil das auf irgendeiner Schriftrolle drauf stand und ich die Schriftrolle behalten wollte oder so ein Gedöns. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Im Südosten auf Level 3 Geheimtürklinge. Ja, das haben wir inzwischen gemacht. Danke. Sollte anfangen, die Sachen hier auch durchzustreichen, die wir schon gemacht haben. Genau wie auf der Kartenliste. Oh, und hier habe ich das. Meeting Hall East, Shoot Between Eyes. One Emerald in each Platform. Back Middle Room, Grey Button. Also gut, falls wir das später angehen wollen, ich habe es nochmal richtig aufgeschrieben. Und jetzt werde ich einfach im Handbuch gucken müssen. Alter. So. Resist Blows ist B-I, komisches Blitzzeichen. Also I, komisches Blitzzeichen, müsste das dann sein. Gucken wir mal. Alle weg. I, komisches Blitzzeichen. Es braucht wohl doch dezent viel Mana. Schlafen. Oh, warte mal, oder wir sind hier in diesem Anti-Zauber-Bereich. Das blaue Wände vielleicht? Oh, nicht. Oh. Okay. heute ist nicht mein Tag. Aber wofür gerade hier bei dem Angst stehen, haben wir irgendwo
eine Rune für Schwert. Tracking, Jump, Maze, Traps, Sicht, Mana, besser Deals, Barter, Angriffskraft, Attack Skills. Nee, ich finde keine für Schwerter. Das ist schade. Aber gut, wenn wir keine Angriffskraft nehmen, also wir könnten Angriffskraft nehmen. Das wäre rar. Aber wir haben schon so verdammt oft rar gesteigert, also Angriffskraft. Das ist, Sonst hätte ich noch Defense. Das wäre Anra. Okay, gucken wir mal. Benutzen. Erstmal hätten wir gerne Ra. Ja. Dann hätte ich gerne nochmal, wenn es geht. Anra. Was zur Hölle? Ich könnte das auch steigern. Wie viele Punkte haben wir eigentlich? So viele Levelanstiege hatten wir gar nicht. Okay, also wir müssten jetzt schon mal ein wesentlich besserer Kämpfer sein als vorher. Also mehr Angriffskraft, das heißt mehr Schaden, besser treffen und so weiter. Und mehr Defense, also weniger Schaden nehmen. Lebenspunkte können wir nicht erhöhen, ne? Ne, Mana können wir erhöhen. Das will ich nicht. Wollen wir denn... Mana. Wir haben 27 Mana. Es könnte echt praktisch sein, Mana zu erhöhen. Also Mana oder Spellcasting. Aber wir haben keinen für direkt Spellcasting. Wir haben nur einen, der so einen Mischmasch aus allem macht. Und das will ich nicht. Nö. Ich nehme den jetzt nochmal Ra. Wenn es denn geht. Und es geht. Oh. Mir fällt gerade ein, ich könnte einen kleinen, dezenten, gedanklichen Fehler gemacht haben. Ich bin davon ausgegangen, dass man pro Level-Up nur einmal am Ankh was steigern kann. Was ist, wenn es zweimal pro Level Up ist? Oder dreimal? Oder fünfmal? Dann sind wir eine ganze Zeit lang rumgelaufen mit weit unter den Fähigkeiten, die wir hätten haben können. Was auch erklärt, warum ich letztens oft gestorben bin. Okay. Also wir haben jetzt zweimal Angriffskraft erhöht. Einmal Defense erhöht. Das wären eigentlich drei Level, wenn es pro Level nur einmal so ein Mantra-Dings geben würde. Sumra wären Angriffsfähigkeiten. Da war aber auch Maze mit bei. Das, nee. Ich nehme nochmal Anra. Und nochmal Verteidigung. Anra. Stark erhöht. Ja, okay, also das reicht mir jetzt. Wenn wir jetzt noch Punkte haben, vielleicht haben wir noch Dutzende, das weiß ich nicht. Aber wenn wir jetzt noch Punkte haben, dann bewahre ich die erstmal auf. Wir haben jetzt zweimal Angriffskraft erhöht und zweimal Verteidigung. Und das greatly, also häufig. Das heißt, wenn wir jetzt nicht zusammen mit dem Zauber hier das schaffen, dann weiß ich auch nicht. Ah, aber das tut echt gut. Hätte ich früher drauf kommen sollen. Licht, da. Hätte ich früher drauf kommen sollen. Das einfach zu versuchen, es zu steigern. Weil jetzt müssten die Trolle echt machbar sein. Und dann können wir auch unten in der Etage tiefer einfach alles aufräumen, weil wir alles töten können, weil wir da Avatar sind. Sehr schön. Schutz. Ich hoffe, du hältst lang. Alle weg. IBM. Zu. Licht an. Jo. Und hops. So, komm her. Du kannst uns gar nichts. Wir sind Avatar. Wir werden nicht weichen. Außer du machst uns ganz, ganz viel Schaden. Bisher macht uns gar keinen Schaden. Oh, Schild beschädigt. Helm beschädigt. Ja, zerklappt unsere Rüstung. Wir treffen ihn nicht. Schild kaputt. Wir haben, glaube ich, kein Ersatzschild mehr. Und er haut uns immer auf den Kopf. Oh, Treffer. Komm schon, wir wissen nach zwei, drei Treffern ist er gelb geworden. Ich glaube, ich steige gleich noch dreimal Ra, wenn es so weitergeht.
So, zweiter Treffer. Dritter Treffer, er ist immer noch nicht gelb. Komm schon. Nein. Das kann doch nicht angehen. Okay, Tänzchenzeit. Er ist immer noch grün. Ja, kann uns trotzdem da hinten treffen. Nee. Das ist jetzt sehr schade. Okay, weg hier. Wir müssen ja nicht unnötig das. So. Komm raus. So. Wir müssen ja nicht unnötig das Silberbäumchen bedrängen. So, Licht aus. Schlafen. Das kam jetzt aber sehr unerwartet. Also wir haben wesentlich mehr ausgehalten als vorher, aber wir haben fast keinen Schaden gemacht. Hatten wir einfach nur Pech, oder? Ich weiß nicht. Aber ist mir jetzt einerlei. Ich gehe jetzt zurück zu dem hier und drücke so lange Ra, bis wir stark genug sind, das Ding zu töten. Was zur Hölle? Ah, you cannot advance any further in that skill. Das klingt schon mal sehr gut. Dann nehmen wir jetzt das Defense-Ding auch nochmal. Anra. 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 Also ja, wir kriegen pro Stufenanstieg mehrere Mantras, die wir sprechen können. Auf jeden Fall. Was auch gut sein könnte, was auch einigermaßen Sinn machen würde. Erster Stufenanstieg, ein Skillpunkt. Zweiter Stufenanstieg, zwei Skillpunkte und so weiter und so weiter. Da wir inzwischen Stufe 14 oder so sind, müssten wir mehrere hundert Skillpunkte haben. Also 100 noch was. Anra, Maximum. Was haben wir noch? Mana. Mu-Arm. Mu ohne H, richtig? Mu-Arm, genau. Law und Casting. Ach, das war das falsche Mana. Sol ist reine Mana. Sol? Greatly in Casting. Ich habe hier zweimal Mana stehen und beide machen nicht das, was sie sollen. Nämlich Mana. Okay, nehmen wir Sumra. Das erhöht Keulen, Schwerter und Angriffskraft. Also müsste es jetzt nur noch Keulen und Schwert erhöhen, weil Angriffskraft haben wir ja schon. Sumra. Missile and Mace. Sumra. You're not ready to advance. Okay, kann ich mit leben. Auch wenn wir jetzt ein Ding ins Verballert haben, weil wir auf Keulen gegangen sind. Und Fernkampfwaffen. Aber ja, die ganzen anderen waren alle okay. Casting war jetzt zwar nicht das, was ich gerne hätte, aber es wird uns trotzdem helfen. Weil wenn jeder Heilzauber funktioniert, dann schont das unser Mana doch schon einigermaßen. Und auch allgemein, dass nicht so viel fizzelt. Und wir haben Angriffskraft auf Maximum und Verteidigung auf Maximum. Das muss jetzt funktionieren. Verdammt. Also Licht ist aus. Wir schlafen. Doch, wir schlafen noch einmal. So. Jetzt wird gewechselt auf I, das da. Hat sofort funktioniert, sehr gut. I, B, M. Runter. Doofen Zettel weglegen. So. Licht an. Und einmal runterfallen, um wieder hochzuspringen. So, jetzt gib ihm. Ja, gleich ein Treffer. Noch ein Treffer. So muss das sein. Achso, zwei Treffer bei ihm. Komm schon. Jetzt will er nicht mehr. Drei Treffer und er ist gelb. Ja, sehr gut. So.
4 Treffer. 5 Treffer. 6 Treffer. Müsste gleich rot werden. Komm, 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 komm. Oh, wackel, wackel. Bisher ist alles gut. Wir werden fast gar nicht getroffen von ihm. Auch unsere Rüstung nicht. Immer noch gelb. Rot. Komm, 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 komm. Jo, jo, er wackelt. Nee, wir wackeln. Okay. Heilung. 1, 2 ordentliche Treffer noch. Da war der erste. Komm schon. Die Musik wird richtig dramatisch und piepsig hoch. Aha! Halt, Sterblicher, du hast mich besiegt. Niemals hat jemand solch einen Mut bewiesen wie du. Daher ist sicher, dass du der neue Meister dieses Schildes sein sollst. Oh, sehr schön. Es ist so schwer zu nehmen. Ich. Wie, das fällt jetzt nicht auf den Boden. Dann raste ich aus. Aber gut, du bist ein nobler Gegner gewesen. Ich gebe dir dein Leben. Auf bald. So, wo ist das Schild? Da ist das Schild. Gut. Du. Weg. Ja, wiegt genauso viel wie so ein großes Schild. Also, Sword of Justice, unzerstörbar, glaube ich. Und Shield of Valor, auch unzerstörbar. Helm ist serviceable, excellent, serviceable. Nichts ist worn. Doch die Schuhe. Okay, kann ich mitleben. Ersatzschuhe haben wir. Ersatzhelm hätten wir jetzt aber nicht. Oh, okay. Das ist sehr schön. Also Golem können wir streichen. Hoch. Nee, hoch. Schild. Schild können wir streichen. Fehlt nur noch Buch und der Wein. Ah, sehr gut. Also ja, es ist sehr beruhigend zu wissen, dass die Probleme in den letzten 4 Folgen waren das jetzt schon oder so. Prima daran bestanden, dass mein Charakter einfach nicht hoch genug war. Weil ich immer davon ausgegangen bin, dass wir nur pro Stufenanstieg ein Mantra erhöhen können. Jetzt müssten wir ein richtiger Killer sein. Also der hier war mit das stärkste Gegner, was wir bisher bekämpft haben. Und wir haben viel verloren? 30 Lebenspunkte. Und einmal zaubern. Wir hätten noch zweimal zaubern können. Also ja, Trolle dürften machbar sein. Die werden immer noch nicht sehr leicht sein, aber sie werden machbar sein. Und wir werden nach und nach sie töten können. Und uns so hier unten durchprügeln. Also entweder da oder da oben. Gut, 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 gut. Was haben wir noch? Tom, ja. Wir haben das Rätsel hier. Wobei ich keine 4 Emeralds habe. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Also können wir das ganze Rätsel gar nicht erst angehen. Gurstang ging nach unten. Gurstang haben wir noch kein Zeichen von gesehen. Ja, ne. Ich denke, das wird wirklich unser nächstes Ziel sein. Oh ja. Erstmal jetzt kurz abspeichern. Das war ja doch recht aufregend, die letzten beiden Folgen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir den Weg nach unten nehmen und dann da die ganzen Trolle und Goblins aufmischen. Also bis gleich.